In den Zeitungen werben die Kinos wieder um Besucher. Und der Jahreszeit gemäß wird auch eine Passionsmusik angekündigt. Den meisten Platz aber beanspruchen die Bekanntmachungen des Vollzugsrats bzw. des Zentralrats. Für den redaktionellen Teil behält sich der Zentralrat Zensurmaßnahmen vor. Die Redakteure mussten die Bürstenabzüge bei einem Pressechef, das war ein Oberstudienrat Siemsen in der Nähe des Landgerichtes, das hat in einer Privatwohnung einer befreundeten Familie, die also auch kommunistischer Gesinnung war, vorzeigen. Ich stand dann also vor dem Mann und hatte die Bürstenabzüge, sind ja Federzeichnungen, da nach dem Gedächtnis gemacht worden. Und dann sagt er, was weg sollte, da ließen wir Lücken. Und erschienen also mit diesen Zensurlücken. Die Zensur trifft nicht nur die bürgerlichen Blätter. Auch sozialdemokratische Zeitungen sind betroffen. Die Reichswehr verstärkt ihre Truppen rings um das Ruhrgebiet. Einen Angriff auf die Stellungen der Roten Armee will man aber noch nicht riskieren. Das könnte zu Schwierigkeiten mit England und Frankreich führen, wegen der damit verbundenen Verletzung des Versailler Friedensvertrages. Die Reichsregierung entschließt sich daher, Waffenstillstandsverhandlungen aufzunehmen. Zum Verhandlungsführer für die Reichsregierung wird der Reichs- und Staatskommissar Severing bestimmt, ein Sozialdemokrat. Den Verhandlungen in Bielefeld bleiben die radikaleren Führer der Arbeitertruppen fern. Sie wollen keinen Waffenstillstand. In dem Abkommen, das dann zustande kommt, geht die Regierung auf einen Teil der Forderungen der Arbeiter ein. Die am Putsch vom 13. März Schuldigen sollen entwaffnet und bestraft werden. Die Verwaltungen sollen von gegenrevolutionären Persönlichkeiten gereinigt werden. Die konterrevolutionären militärischen Verbände sollen aufgelöst werden, also vor allem die Freikorps. Und zum Schluss wird den Arbeitern, die an den Kämpfen teilgenommen haben, Straffreiheit zugesichert, aber auch den Angehörigen der Polizei, der Einwohnerwehren und den Mannschaften der Reichswehr. Für Generalleutnant von Watter gehen diese Zugeständnisse entschieden zu weit. Er ist entschlossen, mit allen Mitteln gegen die Aufrührer vorzugehen. Und so treffen weitere Truppenverstärkungen ein. Dazu gehört auch eine Reihe von Freikorpsverbänden, die noch kurz zuvor den Putsch unterstützt hatten. Die Vereinbarungen von Bielefeld stoßen aber nicht nur in den Reihen der Reichswehr auf Ablehnung und Skepsis. Durch das Bielefelder Abkommen kam jetzt Verwirrung. Nicht? Teile glaubten das, Teile, wir haben es nicht geglaubt, nicht wahr? Jetzt zogen Abteilungen ab, links und rechts von uns, nicht wahr? Und wir waren, ich will nicht behaupten, dass wir eine der letzten Abteilungen waren, aber wir haben noch mit einer ansehnlichen Schar, mit dem größten Teil noch sich von uns verhalten, nicht wahr? Aber wir waren jetzt geschwächt. Natürlich hat uns die Reichswehr dann umgangen. Sie konnte sich ja jetzt so voll. Und ich glaube, sie haben auf den Augenblick hier nur gewartet, auf das Abkommen, nicht wahr? Wo wir geschwächt waren, sonst hätten sie uns ja nie gekriegt, nicht wahr? Die Rote Armee gerät in die Defensive. Ihre Verluste werden immer größer. Während die militärischen Führer der Roten Armee eher für eine Fortsetzung der Kämpfe eintreten, wächst bei den politischen Führern die Einsicht, dass der Kampf nicht gewonnen werden kann. Am 1. April findet in Essen eine Konferenz des Zentralrats statt, um über die Einstellung der Kämpfe zu beschließen. Die lokalen Vollzugsräte sind fast vollständig vertreten. Unten auf der Bühne und im Saal spielte sich also die Sitzung des Zentralrates ab.
Und oben war ich auf der Bühne und mein Redakteur saß in einer Tonne und hat dort mitstenografiert. Der Zentralrat hat gesagt, es ist uns nicht gelungen, die Macht an uns zu reißen. Aber wir haben Lehren gezogen. Wir haben gesehen, wir können ein Heer auf die Beine stellen. Wir können es bewaffnen. Wir können einen geordneten Feldzugsplan schaffen. Und wir haben vor allen Dingen genug Waffen und Munition, um ein solches Heer, wenn wir uns absetzen, aufzubauen. Einstimmig wird beschlossen, die Kampfhandlungen einzustellen. Für die Abgabe der Waffen sollen die Vollzugsräte sorgen. Zur gleichen Zeit, als in Essen der Zentralrat tagt, rücken an verschiedenen Stellen Reichswehrtruppen in das Ruhrgebiet ein. Die Bereitschaft der Roten Armee zur Einstellung der Kampfhandlungen nützt wenig. Die Reichswehrführung ist entschlossen, die Arbeitertruppen zu zerschlagen. Dass mit dem Truppeneinmarsch der Versailler Friedensvertrag verletzt wird, hindert die Reichsregierung nicht, am 2. April den offiziellen Einmarschbefehl zu erteilen. Zu diesem Zeitpunkt ist das Ruhrgebiet hermetisch abgeriegelt. Den Rotarmisten bleibt praktisch nur ein Fluchtweg offen, ins Bergische Land, dort, wo der englische Brückenkopf ist. Die Rote Armee kann dem Druck nicht standhalten. Sie löst sich auf. Ein geordneter Rückzug ist nur wenigen Einheiten möglich. Wir haben in der Richtung Gladbeck abgesetzt. Wir hatten ja genug Einheimische. Ich sagte ja schon, ich habe in Ostdeutsch gearbeitet. Da waren auch Leute von Gladbeck da, waren von Rottel da und so weiter. Die kannten ja die ganzen Wege dahin, nicht wahr? Und wir kamen ja nach Gladbeck rein. Da wollten sie uns entwaffnen, nicht wahr? Da hat er nicht so, denn die Bürger, das waren auch verschiedene, kennen sie ja alle nicht, was das für Leute waren, nicht wahr? Die traten uns gegenüber und verlangten, dass wir die Waffen abliefern sollten, nicht wahr? Aber das haben wir eben nicht getan, nicht wahr? Denn wir wussten ja auch genau, dass das Standrecht noch bestand. Und sie hätten uns sowieso an die Reichswehr ausgeliefert oder an die Freikorps. Und dann hätten die uns ja vielleicht totgeschlagen, nicht wahr? Und wir haben ihnen bloß die Waffen gezeigt, nicht wahr? Haben aber nicht auf sie geschossen, dann sind sie im Stippen gegangen. Max Brandenburg flüchtet mit seiner Kompanie ins Bergische Land. Die Engländer stecken ihn in ein Internierungslager, wie viele tausend andere auch. Die Soldaten der Reichswehr und der Freikorps begnügen sich nicht damit, die Rotarmisten in die Flucht zu schlagen. Sie üben Rache, hart und brutal. Standrechtliche Erschießungen sind an der Tagesordnung. Die Leichen erschossener Rotarmisten liegen oft tagelang auf den Feldern herum, zur Abschreckung. Erst dann werden sie in Massengräbern beigesetzt. Als Reichswehreinheiten die Stadtgrenze von Essen erreichen, ist das übrige Ruhrgebiet bereits in der Hand von Regierungstruppen. Am 8. April melden die Zeitungen den Einmarsch. Zu Kampfhandlungen ist es nicht mehr gekommen. Die letzten Einheiten der Roten Armee haben bereits 3 Tage vorher die Stadt verlassen. Die Reichswehr zog zunächst vor das Rathaus. Die Reichswehrtruppen, mindestens ein Teil davon, stellte sich in Carré auf und wollte offenbar damit dokumentieren, dass nun der Entsatz der Stadt Essen stattgefunden hat. Überall hat es also Freudenumtrunke gegeben und nachbarschaftliche Zusammenkünfte, und die Feierheit wurde nicht laut, aber doch betont gefeiert. Man fühlte sich nun wieder befreit von einem furchtbaren roten Spuk. Auch in Essen kommt es zu Übergriffen durch die Soldaten,
zu standrechtlichen Erschießungen. Viele Verhaftungen werden vorgenommen. Das Gefängnis, wo bis vor einigen Tagen noch Angehörige der Polizei und der Einwohnerwehr einsaßen, füllt sich nun mit Arbeitern. Vor allem in den Arbeitervierteln hat es durch die Kämpfe Schäden und Zerstörungen gegeben. Allmählich kehrt auf den Zechen und in den Fabriken wieder der Arbeitsalltag ein. Auch jene Rotarmisten, die das Glück hatten, den Soldaten zu entkommen, kehren an ihre Arbeit zurück. Und nach einigen Wochen öffnen sich dann auch die Tore der englischen Internierungslager. Dann wurde bekannt, jede Abteilung von jeder Stadt, nicht wahr, kommt jetzt zu Hause, nicht wahr. Dann wurden wir am Zug gesetzt von unserer Kompanie von Horst Emscher. Und wie wir hier in Dortmund, wir mussten über Dortmund, wie wir in Dortmund auch im Hauptraum noch kamen, da haben wir uns die Reißbleibe, die Bayern, rausgeholt. Da mussten wir so, Hände verschränkt in den Genick, wurden wir abgeführt nach der Post und kamen unten im Papierkeller. Nicht mehr. Und dann ging es dann eine stundenlange Beratung da unter den Offizieren und so weiter vor. Nicht mehr. Und dann musste jeder einzeln vortreten und musste seine Personalien angeben. Nicht mehr. Nicht? Ich selbst aber, nicht wahr, hatte weiter keine Papiere mehr bei mir, nicht wahr. Und wie ich vorkam und sollte meine Papiere vorlegen, hatte nichts. Zurück, sagte er, nicht wahr. Ja, jetzt ist mir der Schweiß ja auch ausgebrochen, denn ich habe mir ja gedacht, nicht wahr, wenn du als Einziger hier bleiben tust, nicht wahr, verschleppen sie dich irgendwo hin, geben die einen hinter den Nüsseln, nicht wahr, und weg bist du, nicht wahr. So ging es in den Kopf. Habe ich alles durchgewühlt, ob ich nicht irgendwas hatte. Na, hatte ich noch so eine Weste an, das war ja im März rau. Nicht? Da fand ich noch in einer Tasche dann so einen kleinen Zettel. Da habe ich mal im Krankenhaus gelegen, da in Horst Olmscher da oben, nicht wahr? Und da stand drauf, nicht, der Patient Brandenburg bittet um 2 Tage Urlaub, nicht wahr? Und ich war schon glücklich, dass ich den Zettel, ja. Wieder vorgegangen, nachher, Zellpapier. Da schnauzte mich da auf die Arme. Warum denn nicht? Am liebsten hätte er vielleicht gesehen, ich war, hätte eine fette Beute, den war mit, nicht? Das Schwein bringt man auch um, nicht? Ja, ungefähr so, nicht? War meine Gedanken, nicht? Aus dem, was in Wetter als eine spontane Aktion begonnen hatte, war eine Aufstandsbewegung geworden, wie es sie in Deutschland seit den Bauernkriegen im Mittelalter nicht gegeben hatte. 3 Wochen dauerte es, dann war die Rote Ruhrarmee zerschlagen. Als die Nationalsozialisten ihre Herrschaft eingerichtet haben, erinnern sie sich der Taten der Freikommänner im Jahre 1920. Auch sie fühlen sich als Verteidiger des Vaterlandes gegen Kommunismus und Sozialismus. In Essen wurde ein Ehrenmal für die im Ruhrkampf gefallenen Freikorpskämpfer feierlich eingeweiht. Der damalige Befehlshaber der nationalen Verbände, General von Watter. Zur gleichen Zeit schließen sich hinter vielen von denen, die in den Reihen der Roten Ruhrarmee kämpften, die Pforten von Gefängnissen, Zuchthäusern und Konzentrationslagern. Es ist wenig, was von der Roten Ruhrarmee nach und übrig geblieben ist. In den Geschichtsbüchern ist von ihr kaum die Rede, höchstens in ein paar Nebensätzen. Selbst die Gedenksteine geben nur eine verschlüsselte Auskunft.